So, Männer, rauskommen. Wir haben Abschlusstraining, weil wir haben eben dann jetzt auch zwei wichtige Spiele mit der Nationalmannschaft eben dann auch vor der Brust. Ja, klar. Hallo, ich bin's, der Bundestrainer. Eben dann auch, sagen wir mal, hier auf dem Trainingsgelände von der Nationalmannschaft, aber ist eben dann auch, sagen wir mal, immer mal auch mal eben dann auch keiner da, weil eben dann auch alle drin sind beim Essen. Auch der Schneider, habe ich gesagt, geh rein und isch was. Ja, Bundesliga war eben dann auch höchst interessant, vor allem eben dann auch, sagen wir mal, das Spiel auch zwischen Köln und Hamburg, wo eben dann, sagen wir mal, auch alle über das Foul vom Spahic gesprochen haben. Ja, ich habe es mir nochmal angeschaut, es war eben dann auch ganz klares Foul. Ja, er tritt ihn, ja, dann schlägt er ihn, spuckt er, beißt er, dann geht eben dann auch, sagen wir mal, der Ellbogen so raus und dann muss man eben dann auch, sagen wir mal, immer mal auch Elfer geben oder vielleicht auch eben dann zwei. Ja, klar, Bayern schlägt Leverkusen eben dann auch mit höchster Intensität eben dann auch 3-0. Und ich war eben dann auch, sagen wir mal, vom Costa ein sehr gutes Spiel. Moment mal, gerade Telefon. Hallo, wer ist da? Thomas Schneider. Ah, der neue Hansi Flick. Ja, klar. Thomas, kann ich mir eben dann auch, sagen wir mal, nachschauen wegen dem Costa? Weil die Frage wäre eben dann auch, was kostet der Costa? Hat er eben dann auch möglicherweise eben den auch deutschen Stammbaum? Was? Der Oma mütterlicherseits hat den deutschsprachigen Wellensittich. Super. Das hat damals schon beim Paulo Rink gereicht. Apropos Costa, vielleicht eben dann auch noch ein kurzes Wort zur Flüchtlingsthematik in der Bundesliga, weil die halbe Bundesliga flüchtet eben dann aus, sagen wir mal, was das Zeug hält. Ja, klar. Dante ist eben dann in Wolfsburg geflüchtet. Der Bräune ist eben dann aus der Bundesliga nach Man City geflüchtet, wegen eben dann auch möglicherweise eben dann auch zu wenig Geld. Und der Klaus Allofs ist heute Morgen gegen 7 Uhr mit dem kompletten Transfergeld auf die Kaimaninseln umgezogen. Ja, quasi auch geflüchtet. Ja, Wolfsburg schlägt eben dann auch, sagen wir mal, Schalke mit 3-0. Und ich habe eben dann auch nach dem Spiel nochmal mit dem Julian gesprochen, mit unserem 14-Minuten-Weltmeister. Ich habe eben dann auch, sagen wir mal, gesagt, also wenn es mich eben dann auch fragt, ein Bundestrainer, na, dann würde ich eben dann auch auf Schalke bleiben, weil Meister werden mit Juve oder mit Wolfsburg. Ja, klar, das kann eben dann auch, sagen wir mal, jeder. Aber er hat seine Kopfhörer wieder nicht abgenommen, hat mich nicht gehört. Und jetzt ist er eben dann auch nach Wolfsburg geflüchtet. Aber gut, muss ich selber wissen. So. Na, klar, das haben wir Abschlusstraining und die Spieler möchten eben dann auch, sagen wir mal, eben dann auch rauskommen, aber wahrscheinlich liegt der ein oder andere eben dann auch noch im Suppenkummer. Aber wir haben eben den Montag eben dann auch ein sehr wichtiges Spiel mit höchster Disziplin, spielen wir dann auch gegen Schottland, wo eben dann auch, sagen wir mal, immer mal, auch mal der ein oder andere Spieler eben dann vor Angst sich auch noch kratzt am Dudelsack und dann eben dann am Freitag auch spielt Poldi gegen Polen, ja, wo er wieder nicht jubeln darf. Was sonst kriegt er wieder von der Oma eben dann auch Stubenarrest. So, ich muss mir jetzt eben dann auch vorbereiten. Wichtigste natürlich eben dann auch, sagen wir mal, immer mal auch zuerst. Ja, als Bundestrainer ist es gar kein Problem. Also, bis bald, euer Jogi. Ja, das war unser Clip aus dieser Woche und die Frage, die mich interessiert, hätte Julian Draxler eine andere Entscheidung treffen sollen? War diese Entscheidung richtig oder hätte er vielleicht doch lieber woanders hingehen sollen? Schreibt es bitte in die Kommentare, ich lese es mir auf jeden Fall durch und wenn euch der, ja klar, der Bundestrainer eben den Aussammel gefallen hat, dann haben wir hier oben noch einen Clip mit dem echten Yogi und darunter Pep Guardiola aus der letzten Woche. Wir sehen uns wieder, euer Matze, macht's gut.